Jetzt kommt ein Beitrag von Jill Kühne. Die kann richtig geil zeichnen, die kann richtig geil malen. Die zeigt euch jetzt mal ein bisschen ihren Workflow, wie sie in digitalen Zeichenprogrammen damit umgeht. Seid gespannt, ist auf jeden Fall sehr informativ und macht Spaß zuzugucken. Viel Spaß. Hey, ich bin die Jill und ich hoffe, euch geht's allen gut. Ihr werdet jetzt ein paar Fotostudien sehen, die ich im Dezember 2020 gezeichnet habe. Ich werde euch einfach ein bisschen was über meinen Zeichenprozess erzählen und ich hoffe, ihr könnt hiervon irgendwas für euch mitnehmen. Und die Zeichnungen haben zwischen 30 Minuten und 2,5 Stunden gebraucht. Und zuerst habe ich mir halt Fotos rausgesucht, die ich zeichnen wollte. Und meistens hole ich mir die Bilder von Unsplash. Ihr könnt aber natürlich auch eigenen Fotos machen und die benutzen oder von woanders Bilder hernehmen. Und die Zeichenstudien habe ich in Procreate erstellt, aber ich zeichne auch gerne in Photoshop. Und genau, wenn man sich da ein Bild rausgesucht hat, kann man natürlich einfach beginnen zu zeichnen. Ich finde es am einfachsten, wenn man das Bild und die Zeichnung nebeneinander hat. Das Bild setze ich meistens auf einer höheren Ebene, dann kann man halt auch einfach über den Rand hinaus zeichnen, ohne über das Bild zu malen. Und generell benutze ich auch gerne mehrere Ebenen. Insbesondere, wenn man zum Beispiel irgendwelche Muster in den Bildern drin hat oder andere Details, die man vielleicht im Nachhinein nochmal individuell anpassen möchte oder bearbeiten möchte. Jetzt bei diesen Fotostudien arbeite ich aber nicht mit sehr vielen Ebenen, aber die sind auf jeden Fall nützlich. Meistens benutze ich auch Pinsel, die sich anpassen, je nachdem wie stark man drauf, also auf die Oberfläche drauf drückt und unterschiedlich deckend dadurch sind. Wenn ihr mit der Zeichnung beginnt, ist am besten, also zumindest mache ich das so, dass ich den Hintergrund mit einem Grauton fülle, der am besten zum Hintergrund vom Bild passt oder generell ähnlich von den Tonwerten her ist. Und dann fange ich an zu zeichnen und ich zeichne erst so grobe Formen und die Tonwerte und gehe dann einfach weiter ins Detail. Also erstmal alles grob die Grautöne zeichnen und dann immer weiter ins Detail gehen. Ich radiere eigentlich nicht, sondern ich wähle einfach Grautöne aus oder in der Farbpalette. Genau. Und mal dann einfach drüber. Also ähnlich wie wenn man auf einer Acrylleinwand malt. Ja, wenn ich zeichne, achte ich auch nicht so stark darauf, was ich eigentlich für ein Objekt zeichne, sondern eher, was für Formen das Objekt hat und welche Tonwerte, also Tonwerte, damit meine ich im Prinzip hell, dunkel, welcher Grauton das im Prinzip ist. Und genau, dann schaut man, wo man die Highlights hinsetzt, also Lichter und Schatten und genau. Ja, außerdem kann man schauen oder muss man schauen, wo es wichtig ist, dass man Details hinsetzt und wo es vielleicht nicht so wichtig ist. Also bei manchen Objekten oder bei manchen Teilen vom Bild kann man einfach manche Details weglassen, während andere Details sehr wichtig sind. Also zum Beispiel sollten Gesichter anatomisch korrekt gezeichnet werden. Aber irgendwelche Dinge im Hintergrund kann man auch gröber darstellen. Oft habe ich auch das Bild und die Zeichnung nochmal klein nebendran sichtbar, dass ich mir das auch immer noch anschauen kann in einem kleineren Format. Und man merkt dadurch halt auch nochmal irgendwelche Unstimmigkeiten oder es fallen einem andere Sachen auf, als wenn man das große Bild vor einem hat. Und an den kann man dann halt einfach arbeiten. Ja, die Zeichnungen an sich haben nicht sehr lange gedauert, aber man hätte noch ewig an ihnen Dinge verbessern können, arbeiten können, weiter ins Detail gehen können. Aber man muss sich natürlich auch fragen, wie viel Zeit würde das kosten, würde das so viel am Bild verändern oder nicht. Und ich bin mir sicher, bei manchen Bildern wird sich das noch lohnen, bei anderen eher nicht. Aber die Bilder hier sind eher einfach als Übung gedacht für mich. Also Fotostudien halt und und ich fand es halt einfacher, wenn man sich dann einfach zeitlich eingegrenzt hat. Und genau. Generell würde ich noch sagen, ich benutze ganz gern das Tool Tonweltkorrekturen.
Das funktioniert ähnlich wie wenn man Kontrast und Helligkeiten bearbeitet, ist aber einfach genauer und man hat mehr Möglichkeiten. Das Verflüssigungstool, das es auf jeden Fall in Procreate und Photoshop gibt, ist auch enorm hilfreich. Man kann damit kleine Details, die vielleicht ein bisschen falsch geformt sind, einfach mal an die richtige Stelle bringen und anpassen. Und also das ist enorm hilfreich. Dann wollte ich noch sagen an alle Artists da draußen, ich habe gemerkt, dass es gut ist, sich durch andere Artists, die zum Beispiel besser als man selber sind oder einen richtig coolen Stil haben, inspirieren zu lassen und von ihnen zu lernen, aber sich auch nicht ständig mit ihnen zu vergleichen. Also schaut euch lieber eure eigenen Fortschritte an, seid stolz auf das, was ihr macht und darauf, wo ihr gerade seid. Und egal, wo ihr gerade seid, das Wichtigste ist einfach, dass man kreativ bleibt und Spaß an der Sache hat. Und genau. Ja, und manchmal zeichnet man natürlich auch Dinge, die man am liebsten in die Tonne werfen würde. Und das ist auch in Ordnung. Und wir sind alle am Lernen und sind nicht perfekt. Und ich wollte für manche einfach mal ein bisschen den Druck rausnehmen, weil ich das einfach von mir selber auch kenne. Und die Leute, die hier vielleicht nur ab und zu mal zeichnen, es ist auch egal, wie gut ihr zeichnen könnt und wenn es euch Spaß macht, dann tut es und lasst euch nicht von anderen Leuten davon abbringen und zeichnet, was euch Freude bereitet. Und für die, die ständig nur in kreativen Projekten für andere arbeiten, macht doch mal ein Projekt für euch selber. Genau, und das ist mein Rat an alle Kreativen hier und ich hoffe, ihr konntet von hier irgendwas für euch mitnehmen und wenn nicht, kommen noch ganz viele andere kreative Beiträge hier und jetzt kommen gleich noch 1,5 Videos, die ihr euch einfach in Ruhe anschauen könnt. Und genau, ja, ich wünsche euch auf jeden Fall allen noch eine wunderschöne Woche. Ja, hallo zurück. Danke Jill, das war echt ein cooler Beitrag. Ich denke, da konnte jeder was mitnehmen von Zeichnen, allgegenwärtiges Thema, kann man immer gebrauchen. Echt coole Arbeiten, Jill, also Hut ab. Das würden wir auf keinen Fall so hinkriegen. Weiter so. Vielen, vielen Dank für diesen coolen Beitrag.